Yippie! Wir sind hier im Lava-Lava-Berg und schauen uns ein wenig um, ob wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ne, ehrlich gesagt habe ich wieder vergessen, warum wir hier drin waren. Aber ist ja nicht schlimm, denn ich weiß, Colorado ist hier auch irgendwo in der Nähe. Was zur Hölle? Das ist ja vergoldet, verziert mit so einem pinken Gesicht. Das können wir nicht kaputt hauen. Das ist viel zu stark für uns. Wow, ich kann hier... Was zum... Verdammt! Ich bin viel zu weit unten! Nein! Stopp! Stopp! Nein! Nein! Warte! Warte! Stopp! Stopp! Ha, da cheat ich jetzt! Ja, da habe ich jetzt einfach den Safe-Set geladen. Tja! Denn ich muss ja hier noch lange mich umschauen. Schau mal, geht's hier nicht weiter? Ich dachte, hier würde es weitergehen. Ah, verdammt! Oh, ist das heiß! Verstehe! Okay. Ich kann jemanden aufsteigen lassen. Ich werde Paracarry immer noch nicht aufsteigen lassen. Nein! Ich kann nämlich jetzt, da wir ja letztens diesen roten Stein bekommen haben, einen meiner anderen Teammitglieder aufstufen lassen. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde es bei Gumbario machen, weil wir ihn am meisten benutzen müssen für seinen Scan. Und wenn ich ihn dann schon draußen habe und ich bedenke, ja, will ich jetzt die Runde verschwenden zum Rauswitchen, dann glaube ich, möchte ich dann eher lieber, dass er mitkämpft. Was hat man denn den roten Stein nicht gesehen? So, Ultrarang aufgestuft. Hat der doch jetzt eigentlich eine neue Attacke erlernt? Das möchte ich mal kurz. Ja, hat er. Multikopfnuss teilt Kopfnüsse aus, bis das Action-Kommando verpatzt wird. Oh, ist wieder Dauerjump. Oh, das hat sich aber sowas von gelohnt. Oh, das ist geil. Das ist cool. Ah, verdammt. Verdammt. Oh, ich bin froh, dass ich jetzt die Safe-Set geladen habe. Ja, ich mach das einfach. Mir doch egal. Ja, ja. Ich tue einfach so, als hätte ich da unten den Safe-Block einfach gedrückt. Und wäre dann hier wieder gewesen. Tadam. Jetzt können wir aber wirklich speichern. Und runter da, aber richtig runter. Okay, was geht hier zur Hölle ab? Wo bin ich hier? Will ich hier lang? Rechts gab es noch so viel Weg. Wo zur Hölle? Okay. Es ist so ein riesiges Labyrinth, ne? Okay, da können wir nicht lang. Ich habe das Gefühl, wir werden einen neuen Hammer bekommen. Warte mal. Da kommen wir doch bestimmt mit Paracarry rüber. Okay, ganz ehrlich, das ist richtig dumm gelöst. Die hätten doch wirklich einfach diesen roten Stein reinpacken können. Warum jetzt zwei blaue? Okay. Aber da jetzt kein Platz mehr ist danach, nach den zwei blauen, gehe ich mal davon aus, dass man... dass man halt nach dem Ultrarang nichts weiteres erreichen kann. Hier ist nix. Okay. Das kann doch nicht sein. Ist irgendwas unsichtbar oder so. Ein unsichtbarer Block. Ist nichts? Was? Wieso kann ich hier rüber? Was zur Hölle? Hier scheint aber wirklich nichts zu sein. Zumindest finde ich hier nichts. I don't know. Hier können wir auch nicht lang? Nein. Das nicht. Ich hätte es cool gefunden, hätte man die Fähigkeiten von den Partnern auch auf der Overworld verbessern können dadurch. Das wäre schon cool gewesen. Dann hätte ich auch einen Grund gehabt, Paracarry zu leveln. Ich meine ja nur. Okay. Okay, da waren wir noch nicht lang. Gegner alle ignorieren, wenn es klappt. Oh, noch ein... Mist. Das ist noch ein Block. Warum? Ich meine, okay, aber warum? So, testen wir es direkt mal aus. So. Der Power Downs. Nein, ich habe mir natürlich direkt versaut. Perfekt, Mike. Das hast du ganz groß. Oh ja, mit einem Leben überlebt er doch. Perfekt. Und Vergiftung? Nein, okay, gut. Oh Mann. So. Ich würde es nochmal versuchen. Ich weiß, damit verschwende ich komplett meine BP. Aber ich will es jetzt versuchen. Boah, aber bei Gumbario ist das Timing auch anders. Boah. Also zumindest fühlt es sich anders an.
Ja, ist ein schwerer Angriff und verbraucht 4 BP, falls ich richtig gesehen habe. War das 4? 3, okay, 3, ja. Aber trotzdem ist das viel. Na gut. Ist trotzdem ganz nice, dass wir sowas haben. Und jetzt wäre es ganz nice, wenn wir wieder einen Heilblock bekommen würden, denn es sieht gar nicht mehr so gut aus. Hä? Achso, doppelter Drop. Okay, meinetwegen. Hier ist irgendwo noch was, oder? Nee. Wie zur Hölle sollen wir da hochkommen? Keine Ahnung. Soll da von oben runterfallen? Kann man von oben runterfallen? Oh, warte mal, was? Boing, boing. Oh, Colorado, hi. Was bist du denn hier? Was wollen die hier? Meine vielbewährte Intuition sagt mir, dass uns große Entdeckungen bevorstehen. Aber dieser geheimnisvolle Block versperrt uns den Weg. Verflucht, was sollen wir tun? Mann, ich dachte, dir würde was einfallen. Ich weiß doch auch nicht, was wir tun könnten. Lass mal überlegen. Hilft das irgendwie, wenn ich jetzt wieder hochgehe? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie unseren Hammer upgraden. Irgendwie nervig, dass ich da jetzt nicht lang kann. Und das wollte ich nicht. Oh Mann. Heute geht hier alles einfach schief. Okay. Ich war jetzt nochmal oben und nein, da gibt es keinen Weg. Also der einzige Weg, den mir jetzt einfallen würde, oh mein Gott, wäre vermutlich irgendwo, naja, hier? Ich muss mich hier nochmal genau umschauen, Leute. Oh, das sind bewegliche Blöcke. Das fällt mir auch wirklich erst jetzt auf, ne? Na gut, dann packen wir sie alle dreimal in die Lava. Weiß ja nicht, wie uns das weiterhilft. Aber wir machen es mal. Denn das ist das Einzige, was wir irgendwie machen können gerade. Also, komm Mario, streng dich ein bisschen mehr an, bis wir Muskeln aufbauen. Sehr gut. Ah, jetzt ist die Lava natürlich blockiert. Und es fließt nicht mehr weiter. Jetzt können wir mit Paracarry da drüber fliegen. Okay, verstanden. Ich finde die Platzierung von den beweglichen Blöcken ein bisschen komisch, aber im Endeffekt hat es geklappt. Also was soll's. Ich dachte, es wären so gebrauchte Blöcke. Und da wollen die eigentlich nur zeigen, dass da irgendwo ein unsichtbarer Block ist oder so. Das habe ich halt gedacht. Aber okay. So, ich denke mal, hier sollen wir mehr oder weniger das Gleiche machen. Und schaut mal, was wir da oben haben. Eine riesige Schatzkrühe. Wisst ihr noch, was wir in der letzten gefunden haben? Richtig. Einen Hammer. So, aufpassen. Wir wollen ja natürlich da unten runterschmeißen lassen. Ich mag aber die Sprites von Mario, wie er so Sachen rüberschiebt. Das finde ich cool, dass sie extra für jede Orientation, sag ich mal, einen eigenen Sprite gemacht haben. So, das glaube ich, das reicht sogar, oder? Ja, ja. Super. Besser wäre es jetzt, wenn wir nicht kämpfen müssten. Vor allem nicht mit Paracarry. Ja. Ich glaube, ich hau da lieber ab. Okay, sehr gut. Vor allem, weil ich nicht geheilt wurde. Mein Geld. Mein Geld. Miss. Aha, ich habe es zurück. Was wollt ihr jetzt, hä? Aha. So, und jetzt gebe mir meinen Ultra Hammer! Ich dachte, wir kriegen einen goldenen, aber nein, einen Ultra Hammer. Die Angriffskraft von Marius Hammer wird erhöht. Außerdem kannst du nun Metallblöcke zerstören. Boah, das klang geil, oder? Vor allem, wenn, also, das klingt schon nice. Aber der Sound, wenn ich sowas kaputt haue, so ein. Oh, hi. So ein Block kaputt haut, das klingt richtig cool. Okay, flieg uns mal rüber. Oh nein! Ah, was soll das? Idiot! Wozu braucht man dich überhaupt? Wer hat dich bitte eingestellt? Oh Mann. Okay, und? Yeah. Oh, wir brauchen ihn noch. Ja, wir sind hier rüber. Komm, du schaffst das. Rüpp. Oh Gott, wir werden besucht. Aber wir ignorieren einfach.
und schnappen uns stattdessen den Paradox-Orden. Macht einen Gegner für kurze Zeit bewegungsunfähig. Ja, ist okay. Werde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht benutzen. Ach, mehr ist hier nicht. Das war nur für den Orden. Na gut. Nehme ich doch nicht dann noch mit. Nehme ich trotzdem mit. Ich verspreche übrigens nicht, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, dieses Play. Verspreche nicht, dass ich alle Orden oder alle Sternsplitter sammle. Hauptsächlich geht es hier nur in das Play darum, das Spiel durchzuspielen. Ich schaue mal, wie ich es dann mache in den anderen Paper Mario Teilen. Ob ich das dann vielleicht dann doch durchspiele oder nicht. Ich glaube, das kommt dann immer pro Game drauf an. Aber wir schauen mal. Warte mal. Hey, warte mal. Moment. Nein! Ah! Blöden Piranhas! Ich wollte eigentlich was anderes hier ausprobieren. Komm schon, lass mich fliehen. Danke. Das finde ich ja wieder mein Geld, ne? Oh, so nervig. Und so unnötig auch. Okay, egal. Da ist was. Das ist ein Item. Aber wie komme ich da ran? Loslassen? Ach, man kann wahrscheinlich in der Luft loslassen, oder? Warte. Boing. Welche Taste ist es denn? B? Ah, ich glaube, es ist die Schultertaste. Ach, verdammt! Ja, ja. Jetzt! Nein! Ach so, man muss A drücken dafür. Oh, jetzt habe ich das Timing raus. Warum war der gerade in dem Trampolin drin? Habt ihr das gesehen? Okay, ich glaube ungefähr bei der zweiten Stufe im Hintergrund. Sprich, hier. Ja. Feuerschildorden! Mario brennt einfach. Reduziert erlittenen Feuerschaden um 1. Ja, okay. War es das jetzt wert? Weiß ich nicht. War hier nicht so ein Block? Ne, hier war der andere Block. Okay, dann geht es wirklich jetzt da weiter, wo Colorado auf uns wartet. Alright, dann zum letzten Mal hier. Boing, boing. Kurz abspeichern natürlich. Jetzt. Ja, ausgezeichnet, Mario. Lass uns keine Zeit verschwenden. Auf zu Ruhm und Ehre. Okay. Hä? Was zum... Hä? Es riecht nach Schätzen. Schätze, alter Junge. Mach Platz. Ich gehe voraus. Ach, alles gut. Der ist aus Papier. Das wird ihm schon nicht schaden. Oder? Wir gehen den sicheren Weg entlang. Ja, hier machen wir weiter. Ich wollte eigentlich sagen, sieht eklig aus wie ein Dufter oben in der Luft, aber Hilfe! Wow, ist er schnell! Aus dem Weg! Kommt er nicht? Okay, wir haben wieder so ein Parcours. Bitte lass mich nicht fliegen, okay. Okay. Schaffen das! Nein! Ich wollte nicht kämpfen! Verdammt! Das ist jetzt doof, aber wir können direkt unseren neuen Hammer ausprobieren. Bam! 7 Schaden! Aber okay, wir haben auch einen Orden dabei, dass wir einen Schaden mehr machen. Von daher, der zählt, glaube ich, da auch dazu, bin mir nicht sicher. Macht das Schaden? Nein, das war unnötig. Okay, wusste ich nicht. Hätte ich mir denken können, ja. Aber wusste ich nicht. Verdammt, ich sterbe. Und wie ich sterbe? Holy! Ist gar nicht gut. Na gut, ich habe aber keine Zeit für irgendwas anderes, ne? Ich muss direkt wegmachen hier. Klatsch. 4 Schaden Standard Damage ist schon nice. Ja, Kollege, du kommst ein bisschen zu spät, ne? Fräulein. Aber pass. Besser spät als nie. Danke. Kein Damage für mich. So, aber für dich ganz viel Schmerzen. Und wie? Bam. So, und du chillst. Jetzt eh nicht mithelfen. Bababimp, 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 bonk. So, lass uns in Ruhe, nerv nicht. Okay, jetzt ist das Problem. Heile ich mich oder riskiere ich's? Ich glaube, ich riskiere es noch ein bisschen. Nein, ich riskiere es nicht. Nein, nein, ich habe gedrückt. Ich schwöre es euch, Freunde, ich habe gedrückt. Nein,
Den Kampf mache ich nicht. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Danke. Auf keinen Fall. Und schnell heilen. Wo ist denn der? Da, Superpilz. Nom, 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 nom. Ich wollte mir eigentlich für den Boss aufsparen hier, aber ich glaube, das kann ich mir knicken. Steht der knicken, weil wir aus Papier bestehen. Ja, warum habe ich eure Reihenfolge geändert? Ihr seid eine seltsame Kauze. Nee, komm. Hauen wir ab? Ja, komm, hauen wir ab. Ich habe keine Lust, gegen euch zu fighten. Ich hätte vielleicht doch ein paar mehr Items holen sollen. Aber in der Yoshi-Siedlung gab es keine guten Items. Ach komm. Was zum? Wo geht's lang? Nein! Verdammt! Ah, wahrscheinlich müssen wir da auf die Plattform warten, ne? Ach, okay. Ja, komm. Dann greifen wir die jetzt an. Das wird mir wirklich hier zu blöd. Deshalb greife ich jetzt einfach an. So. Erstmal mit dem Angriff. Jetzt habe ich ja Gumbare draußen. Bisschen doof. Aber ich glaube, ich habe gar keinen Charakter da. Doch, ich habe Sushi. Aber trotzdem. Weiß ich jetzt auch nicht so. Mach aber nichts. Mario macht das jetzt alleine hier. Ja, kann er ruhig. Greift er nur ihn an. Ist mir so egal. So. Und tschüss. Tut mir leid, dass ich euch jetzt hier mitnehmen muss, diese langweiligen Kämpfe, aber. Was soll ich machen? Warum ist da im Hintergrund so ein Lava-Partikel? Hier, neben Mario, seht ihr das? Na ja, geh an. So. Ich gehe mal davon aus, dass da rechts einfach so eine bewegliche Plattform ist. Auf die wir einfach warten müssen. Ah, Mist. Ja. Ja, ich hab's gerade gesehen. Na, ah, perfekt. Und das Ding dreht sich auch noch immer wieder um. Ist halt lustig. Ist halt so lustig. Ich bin hier im Mario Party Minigame. Wisst ihr welches? Ich hoffe, ihr wisst es. Oh Gott. Ich glaube, das ist der beste Hammer im Spiel, oder? Würde mich nicht wundern, wenn das stimmt. Oh, Junge. Warte mal. Gibt's da unten was? Hier? Nee. Warum gibt's die Plattform überhaupt? Keine Ahnung. Oh Gott. Ach komm. Ach komm. Also das Letzte, was ich jetzt tun will, ist kämpfen. Weil ich dringend Heilung brauche. Ich glaube, ich wechsle mal wieder aus zu Lady Boo. Für ein bisschen mehr Damage, wenn ich es brauche. Was zum... Wie komme ich denn da hoch? Wo führt mich das hier hin? Ah. Mario! Warte einen Moment! Was denn? Nach dem Stand meiner bisherigen Informationen sollte sich der Schatz hier in der Nähe befinden. Aber ich muss noch ein bisschen weiter vordringen. Okay, und warum sagst du mir das? Warum sollte ich jetzt warten darauf? Seltsam. Aber na gut. So. Ich hoffe, euch gefällt das Display hier. Kann manchmal so wirken, dass ich jetzt durchrushe oder zumindest so versuche, aber das bin ich tatsächlich gar nicht. Es ist nur so, dass ich halt schnell irgendwelche Sachen machen will, weil es sonst gefühlt zu langweilig ist. Oh, das Geräusch. Oh, hört das jetzt an. Oh Gott. Ah, zu viel des Guten. Weg hier. Perfekt. Alles nach Plan. Alles okay, Kollege? Oh, das war knapp, Alter, Junge. Oh, mein armer Panzer. Oh. Tja, Pech für dich. Aber nicht für mich. Und ich glaube, wir sind hier fertig. Er ist ganz nahe. Meine Schatzsucherinstinkte spielen schon völlig verrückt. Ich habe die Spider-Senses, aber für Schätze. Oh, meine Situation sagt mir... Warte. Nee, das ist der Plastikschatz. Warte, warte. Oh, da, da drüben. Da, ich rieche es. Da, schau mal hier. Oh, Heilung, wir sind da. Endlich, Freunde. Ich glaube, jetzt steht ein großer Kampf bevor. Aber? Warum ist denn hier so ein Weg? Hm? Speichern? Hm? Was gibt's denn hier? Hallo?
Und geht's hier weiter? Mario im Anmarsch! Ergebnis der Zielanalyse, er ist auf der Suche nach dem Stern! Code Rot, sofortiger Bericht! Alarm, Alarm! Ja, aber ich dachte, da oben geht's weiter. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich gehe nochmal nach oben. Das klang jetzt so wie, hey, hier ist der Boss, wenn du jetzt weitergehst, dann wirst du kämpfen. Was ist denn dann hier? Hallo? Colorado? Oh, hier sind noch Items. Danke. Ein Superpilz. Kann gut gebrauchen. Und noch ein Ahornsirup. Nice. Das hat sich gelohnt. Oh. Oh, wie? Das scheint nicht zu sein. Nun denn, selbst meine hochsensiblen Intuitionen kann sich manchmal irren. Aber ich gebe nicht auf. Lass uns einen anderen Weg nehmen. Vielleicht befindet sich der Schatz noch etwas tiefer im Vulkan. Ja, vermutlich. Ja, okay, das hier war nur ein kurzer Refresh, Refill. Sich kurz aufstocken lassen und dann aufgehen zu den Piranha-Pflanzen, die hier unten chillen. Wie Mario aber ganz kurz flackert. Müssen wir drauf achten. Okay. Was zur... Audrey? Bist du's? Du hast es geschafft, Mario! Ja, böse Leute! Böse Leute sind gekommen, um Stern zu stehen! Bösen Leuten, die gekommen sind, um Stern zu stehen, wird wehgetan! Wir es nicht zulassen! Nein! Wir fangen Stern! Wir bekommen Vulkan dafür! Vulkan gehört uns! Gutes Geschäft! Wir dir einheizen! Wir dich klopfen, Mario! Oh no! Sag, bist du es wirklich, Audrey? Nein, ist es nicht. Okay. Das ist eine Lava-Piranha. Dies sind Pflanzen, die es irgendwie schaffen, in der Lava zu überleben. 40 KP, 5 Angriff, keine Verteidigung. Als Angriff spielen sie große Feuerbälle. Das nenne ich eine große Blume. Wow. Ja. Aber sowas von. Aber hey, mit unserem neuen Hammerangriff sollte das doch... Der Hammer... Naja, egal. Ich könnte den Ruhigschiller mal ausprobieren. Oder ich spare mir das auch für Erfrischung. Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Habe ich sonst irgendwelche Items, die ich hier gut benutzen könnte? Nicht wirklich unbedingt. Aber ich kann den Hammer auch nicht benutzen. Ich kann nur Erdbeben machen. Oder ich springe drauf. War das? Knospen? Hätte ich die auch scannen können, oder was? Okay, Moment. Springen wir erstmal auf ihn drauf. Bam! So, ein bisschen Damage machen. Ist nicht schlecht. Was zum... Oh, Alter! Warte, waren jetzt beide, oder was? Nein! Oh nein! Vier Schaden. Okay. Sag. Kannst du die anderen scannen? Ja, kann er. Das ist eine Lavaknospe. Lavaknospen sprießen aus dem Stamm von Lava-Piranhas. Sie lieben es, von Lava umgeben zu sein. Hey, wenn du eine Feuerpflanze wärst, würde es dir hier auch gefallen. 8 KP, keine Verteidigung. Sie spucken mit kleinen Samenkörnern oder anderen Projektilen nach dir. Die Angriffskraft beträgt 4. Ah. Okay, ich glaube, die sollen wir als erstes ausschalten, oder? Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Okay, das war alle angreifen. Bin aber nicht sicher, wie viel Schaden das macht. Okay, spring jetzt mal auf die eine drauf hier. Bam! Und... Okay. Ah, die macht so viel Schaden, die Piranha-Pflanze hier. Mann. Ist echt krank. Und vor allem das. Viel zu viel. So, mach die platt. Bam. Keine Knospen mehr. Hä? Die ist ja nur zerknittert. Die ist ja gar nicht besiegt. Kann man die nicht besiegen? Och, komm schon, Spiel. Ernsthaft? Och, Junge. Wie unnötig. Ich meine, ich dachte jetzt, es wäre richtig so rum. Gott, ich sterbe langsam, ne? Gar nicht gut. Okay, versuchen wir es erneut.
Bam! Okay, jetzt habe ich getroffen. Das Ding ist down. Oder wirkt zumindest down. Und ich versuche den Multikopfnuss. Oder die. Egal. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ist in Ordnung. Für 3 BP. Bisschen Schaden immer mitnehmen. So, Mario. Doppelgriff? Machen wir einen Doppelgriff. Ich meine, wir könnten den Superpilz benutzen. Und was haben wir noch? Wir haben einen normalen Pilz. Immer 5. Ja, das funktioniert bei dem nicht, ne? Also glaube ich nicht. Ich könnte die Kokosnuss machen. So, da. Oder. Ich mache nur den Pilz. Komm, einfach nur den Pilz fressen. Plus 10 heilen. Und du versuchst doch mal. Nee, du lädst dich jetzt mal auf. Ha! So. Halt jetzt mal auf. Schauen wir erstmal zu, wie der weiter angreift. Das kann man, glaube ich, nicht abblocken, oder? Ich fürchte, du bist gar keine Ahnung wie. Okay. Yes! Doppelter Angriff! Oh, jetzt darf ich nicht verschrunken. Jetzt darf ich es nicht verkacken. Komm. Ja! Let's go! 12 Schaden! Oh, you love to see it. Und jetzt die Multikopflos-Attacke! Bam! 9 Schaden! Ja, ich habe leider das Timing verkackt. Aber er ist fast tot. Oh, ich aber auch. Mist. Komm. Bam. Bam. Down. Das war's schon? Er hatte nur Damage drauf, aber keine Leben. Ist das jetzt wirklich? Nein. Das war's offensichtlich noch nicht. Ich hätte nichts sagen sollen. Was zur... Bruder, ich bin fast tot! Alter. Okay, wir erfrischen uns erstmal. Ich habe nämlich keine Heilung mehr. Außerdem heilt ja auch noch BP dazu. Was nicht schlecht ist, auf jeden Fall. Aber Moment mal, der brennt ja jetzt. Können wir jetzt nicht mehr angreifen? Brauchen wir jetzt Sushi? Ich glaube, wir brauchen jetzt Sushi. Ich riskiere es nicht. So. Mario, du sollst nicht alleine kämpfen müssen. Colorado wird dir beistehen. Ha, ja! Was? Oh, heiß, auch wenn das brennt. Du Idiot. Oh, tut mir leid, Takumi, aber mehr kann ich im Moment nicht tun. Viel Glück mit dem Gesocks. Aha, danke. Tolles Mitgekämpfe. Ernsthaft? Neue Gegner? Och man. 6! Nein! Wasserblock. Spucker. Petit Piranha. Junge, was? Ich bin tot. Wie soll man das überleben hier? Arme Kraft zu gewinnen. Ich muss es auf jeden Fall machen hier. Nein! Nein, ich Vollidiot! Ja, Game Over. Das ist sowas von Game Over Moment jetzt. Das war's. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Hier, ich kann Sternsturm machen. Da sind zumindest diese Petit Piranhas weg und die eine Piranha Knospe ist kaputt. Nein, ich hab's verkackt. Och, Mann. Idiot! Sie hat ein Leben. Und jetzt spuckt das noch so ein Kackding aus, bestimmt. Was macht der? Ja. Tot. Was soll ich machen? Warum haben wir dir die Punkte unten noch angezeigt? Ja. Keine Ahnung. Was willst du denn da tun? What? Okay, ich habe jetzt nochmal bis zu diesem Punkt hier gespielt. So, ich tue nochmal erfrischen, damit ich bei über 20 Leben bin. Ich habe die Pflanze noch nicht einmal angegriffen, ich habe aber erstmal die anderen beiden kaputt gemacht und mich dann aufs Aufladen konzentriert. Ich habe jetzt Gumbario dreimal aufgeladen sogar und jetzt muss alles stimmen. Oh mein Gott, fast! Das war richtig gutes Timing.
Aber ihr habt, glaube ich, jetzt gesehen, was meine Taktik hier war. Und das kann man übrigens doch blocken hier. Das ist aber super schwer. Ich habe es einmal vorhin geschafft. So. Ja, warum jetzt doppelter Damage? Ernsthaft? Jetzt brauche ich es nicht. Oh, regt mich das wieder auf. Aber egal. Da, weg ist er. Jetzt kommt die zweite Phase. Und jetzt auch nicht auf Sushi wechseln. Erstmal abwarten. Genau, Fake Death. Er lebt noch. Oh boy. Ich glaube, das wird eine lange Folge heute. Das ist ja einfach krank. Absolut krank. Und ich dachte, das wäre ein einfacher Bosskampf oder relativ chilliger oder sowas. Aber nein! Gar nicht. Senkt die gegnerische Angriffskraft. Soll ich das machen? Ja. Machen wir es mal. Haben wir noch nie gemacht, glaube ich. So, Kollege. Hilf uns, Matrose. So, Gegner machen jetzt kaum mehr Schaden. Für wie viele Runden? Steht da nicht. Schade. Du lädst dich auf, aber sowas von. Dreimal aufladen ist perfekt. Ja, genau. Haja, ich kämpfe mit. Keine Ahnung, warum das hier angezeigt wird, aber okay. Ganz lustig, schätze ich. Was hat das? Hat der den Buff nicht mehr? Den Debuff nicht mehr? Oh Gott. Okay, was? Wieso? Okay. Du scannst die Dinger. So. Das ist eine Petit Piranha. Petit Piranhas werden von Lavaknospen ausgespuckt. 1 KP, 6 Angriff. Keine Verteidigung. Diese Dinger können jede Menge Schaden anrichten, also sei vorsichtig. Das heißt, ich bin dead? Basically? Ja, oder? Basically, ich hab verloren. Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Nein! Ich habe einen Powerblock. Außerdem könnte ich einen Pilz fressen, wenn ich den Doppelgriff mache. Aber nein, ich mache mal den Powerblock. Dann sind sie nämlich weg. Ja. Ja. Nee. Zwei Items einsetzen. Das machen die so viel Schaden. Ich hab verloren. Man muss die Runde anders machen. Man kann sie doch gar nicht scannen. Das funktioniert doch nicht. Hätte ich jetzt noch Sternkraft, ne? Wie viel Schaden würden die bitte machen? Wenn die wirklich 6 Schaden machen, dann kann ich nichts anderes machen, als sie loszuwerden. Ich kann sonst nichts anderes machen. Ich muss das machen. Ja. Gumbarium muss eigentlich jetzt angreifen. Es steht nichts anderes in Frage. Okay. Vollkommen die Verschwendung jetzt, ne? Wegen dem Aufladen. Ich hätte nicht aufladen dürfen. Aber ich muss die beiden hier angreifen. Ich muss. Es geht nicht. Es geht nicht! Und sein Ding ist weg. Fantastisch. Absolut grandios. 3 Schaden. Ja, toll. Jetzt schießen sie aber nochmal. Was mache ich jetzt? Ja, keine Ahnung. Dinger killen mich jetzt. Ja, ich bin tot. Praktisch bin ich tot. Okay, aber jetzt bin ich schlauer. Jetzt weiß ich zumindest, was ich beim nächsten Trial erneut besser machen kann. Junge. Ja, bin tot. Das war's. Es ist vorbei. Ja. Ja. Keine Ahnung. Was willst du denn da tun? What?